Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute Karl Ila. Oder wir sehen schon Karl Ila. Ja, Karl Ila, sehr, sehr, sehr schöne Brennerei. Vor allem das Brennhaus. Also jedem, der mal nach Ila fährt, kann ich echt empfehlen. Karl Ila ist ein Muss, denn die haben ein Brennhaus. Das ist so wunderschön. Da ist man in einer riesigen Halle, alle Brennblasen schön an einer Schnur aufgehängt und auf der anderen Seite der Brennblasen ist dann ein riesiges Fenster und man kann direkt rüber über den Sound of Ila auf die Pabst of Jura schauen. Aber nur, wenn es nicht stürmisch ist und regnet. Ja, also wenn es stürmisch ist und regnet, wird es wahrscheinlich darin auch eine tolle Stimmung geben. Ja. Weil natürlich ist da drin super schön warm noch und immer dieses Geräusch von den Brennblasen. Wenn man die Karl Ila Brennerei sich anschaut, wo die liegt halt direkt, wie du sagst, am Sound von Ila. Da geht es so ein bisschen den Berg hoch und da liegt die dran, dass man also, wenn man kommt, erstmal von oben sich der Brennerei nähert. Und dafür liegt die Brennerei praktisch abendlich im Schatten, weil die Sonne im Westen untergeht und man schaut nun gegen die Black Hills entgegen und in der Brennerei wird es dunkel und dann glühen die Scheinwerfer. Und schön ist auch, wenn man von Porter's Cake mit der Fähre nach oben fährt, dann kann man vom Sound aus die Brennerei wunderbar fotografieren und sehen. Wir haben bei uns in der Flaschendatenbank, haben wir die Bilder, die ich damals von der Fähre gemacht habe, haben wir da drauf. Wunderschön gelegen, tolle Geschichte. Ja, wahnsinnig schön. Du warst? Ich war 2015 war ich 15. da. Am Ende 2015 war ich noch da in der Brennerei. Mhm. Und sie haben ein bisschen umgebaut bei der Brennerei. Karl Ila unterstützt auch noch, wie heißt es, das Fassprogramm. Also sie verkaufen einen Independent Bottlers. Ach wieder, das war 2000 zu Ende. Aber Karl Ila ist auch eine sehr große Brennerei. Also diese 6 Brennblasen, die da in dieser Halle haben, sind riesig groß und der Output von der Brennerei ist auch mächtig. Ja, Millionen von Litern. Und die Hauptabnehmer dafür sind aus dem eigenen Konzern, Johnny Walker. Das ist also der rauchige Anteil im Johnny Walker und J&B Rare. Das ist ganz Südeuropa. Ne? Ja. Und jetzt haben sie auch ein bisschen umgebaut bei der Brennerei, beziehungsweise Bauanträge eingereicht. Jetzt bauen sie die Lagerhäuser bei Karl Ila, bauen sie ein bisschen zurück und es wird sehr viel auf dem Festland gelagert. Dafür gibt es ein tolles Visitor Center. Ja, dafür gibt es ein tolles Visitor Center. Aber ich denke mal, Karl Ila mittlerweile auch ein bisschen hochpreisiger. Ja, und zwar der 25-Jährige ist halt, sie haben halt so dermaßen viel Whiskys für die Blendindustrie gearbeitet, haben dann ums Jahr 2003, glaube ich war es, haben sie die eigene Single Malt Whiskys rausgebracht. Und da war natürlich jetzt erstmal schwierig, entsprechende Mengen an 18-Jährigen, glaube ich, gibt es auch, und 25-Jährigen anzusparen, weil halt die Nachfrage nach diesen rauchigen Whiskys im eigenen Konzern so hoch war. Ne? Ja, ich war aber da und sie haben gesagt, ein paar tausend Fässer haben sie noch in der Brennerei. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten Karl Ila direkt von der Brennerei kommen. So hat man es gehört, Johnny Walker, wird auch ein Festland, der Anteil des Karl Ila im Johnny Walker wird ziemlich sicher zu 100% aus dem Festland und zwar kommen. Zwar haben sie da die Black Range Bond. Und da ist im Prinzip 200 Lagerhäuser nebeneinander. Da drin stehen sie 9, 10 Fässer hoch. Und da wird also grundsätzlich mit Stapler gefahren. Und also das ist Black Range Bond, wenn man da vorbeikommt, das ist gigantisch. Gigantisch. Wir haben früher noch ein bisschen dichter reinfahren können. Wir haben auch Bilder von Black Range Bond bei uns in der Flaschendatenbank. Heute ist das ein bisschen größer. Wann waren wir da? 2017, glaube ich, waren wir da. 14 haben wir geschaut gehabt, ob wir da dichter rankommen, kommt man nicht mehr. Da haben sie also großzügiger eingehaust. Preislich liegt er jetzt schon bei 150. Gut, aber 25-Jähriger, ne? 25-Jähriger, aber wir haben auch hier eine Mordspreisentwicklung. Eine Mordspreisentwicklung hinter uns gehabt, dass wir also da damals mit dem 25-Jährigen also sicherlich nur knapp über 100 lagen. Vielleicht sogar mal 99. Ja, ist definitiv teurer geworden. Karl Ila gibt es ja auch in nicht rauchig. Ja, die haben sie, glaube ich, da siehst, jedes Jahr wird es ein Jahr älter. Also es wird vom riesigen großen Batch, was sie da mal produziert haben, werden sie da jetzt jedes Jahr ein paar neue Fässer holen. Und da bekommt man mit bei denen, dass Karl Ila vom Grundaroma sehr süß ist. Sehr süß und ölig ist.
Und hier jetzt, da ist gar nicht so viel Rauch drauf. Ne? Ja, er ist recht zart im Rauch. Ich sag mal so 20, 25 ppm vielleicht. Also schon, ich jetzt noch nicht mal gesagt. Schon definitiv, also ist schon rauchig. Es ist definitiv rauchig, aber ich hätte ihn jetzt irgendwo so eher so in die 10, 15 hätte ich jetzt eingehört. Also 10, da gibt es andere, die so mit 7, 8, die sind also weitaus zahmer. Mhm. Also 15 mindestens. Ja. Eine leichte medizinische Stinkerei kommt da jetzt auch so langsam hoch. Aber es ist leicht puchtig, bisschen cremig. Das Süße tue ich mir im Moment noch ein bisschen hart. Das ist ein bisschen perplex, wenn man so dieses Cremige hat und dann den Rauch drauf. Mhm. Das passt irgendwo, es ist, riecht ein bisschen konträr. Ja. Aber die süßen Früchte kommen dann schon durch. Ne? Mhm. Die 43% spürt man dann am zweiten schon. Und jetzt Speichelfluss, süßer, der Rauch belegt den Mund. Ja, was heißt offiziell Kiefernzapfen? Ja, so eine leichte Harzigkeit kann ich auch feststellen. Und der Abgang wird jetzt ein bisschen trockener. Meine Zunge klebt ein bisschen am Gaumen, am vorderen Gaumen. Tatsächlich ein bisschen einen trockeneren Abgang, der einen schönen Kontrast zu dem ersten süßen Charakter ergibt. Mhm. Mhm. Normalerweise habe ich den Rauch, wenn ich den Whisky im Mund habe, so ein bisschen im Mund rumgehe, habe ich den Rauch eigentlich nie. Hier hatte ich dann schon wirklich diesen Rauch. Da war er ein totaler Schinkengeschmack. Jetzt ist es auch immer noch ein bisschen Schinken. Ja. Aber ja, kommt ein bisschen so phenolische, ein bisschen so das Lagerfeuer auch noch durch. Mhm. Ja, jetzt kommt der Kiefernzapfen. Aber zusammen mit der Eiche. Jetzt wird er aber sehr... sehr waldig, sehr wald angehaucht hier. Muss hier auch so die Gewürze noch mit drin, so die grünen Gewürze, die im Wald wachsen. Wenn man ihn direkt im Mund hat, ist dann diese Fruchtigkeit drin. Da habe ich, meine ich, auch jetzt ein bisschen ein Zitrusfruchtaroma kurzzeitig gehabt. Und dann schreiben sie hier, die gleichen Gewürze und Seearomen und den süßen Rauch, süß-trockenen Rauch, mit einer Subtilität, das nur über das Alter kommen kann. Mhm. Ja, der Rauch verändert sich ein Stück weit. Ne? Voller Körper, full-bodied und more controlled, also nicht so völlig ausufernd zum normalen Kalila mit jüngerem Alter. Ne? Ich finde ihn sehr flüssig. Ja, 43 Volumenprozente. Das kann sein, dass wir den wir vorher probiert haben, der war ein bisschen öliger. Ja. Also auch hier zu den 25-Jährigen ein bisschen bessere Ausstattung. Die anderen haben es also umso zum Öffnen und das reißt dann ein. Ich finde ihr die Box finde ich um einiges cooler. Ja. Weil man hat nie das Problem, wenn man sie anpackt, irgendwo, dass oben der Deckel abgehen würde. Man hat nie das Problem, dass man irgendwas einreißt, wenn man irgendwas aufmacht, weil es einfach so aufgeht. Es geht nicht zu schnell auf, weil irgendwie so Unterdruck passiert. Also tatsächlich finde ich es eigentlich so extrem cool. Es sind zwei Fertigungsprozesse. Es muss umgeknickt und eingeklebt werden. Ja, es sind halt zwei Teile, die man zusammenfügen muss. Ne? Beim anderen ist halt alles eine Faltung. Das andere ist ein Standsvorgang, eine Faltung, keine zwei Klebevorgänge und Toleranzen dazwischen. Was meinst du, wie lange wir brauchen, bis die Toleranz stimmt, dass es so schön geht? Ne? Jo, also ein toller Whisky. Fällt mir auch. Haben wir eigentlich auch mal, ich glaube, wir hatten auch schon mal irgendwann mal einen älteren. Ich hatte schon mal einen älteren. Es gab hier wieder mal einen 30-Jährigen. Mhm. Aber da gehen die Preise dann exponentiell ab. Ja, also für die letzten 5 Jahre zahlt man immer noch so viel wie die ersten 25, ne? Genau, so ungefähr. Tja. Ja. Ich weiß nicht, ob es ihn immer gibt. Oh, doch, der ist nicht schlecht verfügbar. Also hin und wieder wird er mal vielleicht mal ausverkauft sein. Aber ja, die bei Kalilla haben immer schon ganz gut produziert. Und ja, und den Preis haben sie jetzt so eingestellt, dass sich Angebot und Nachfrage wohl aufeinander eingestellt haben. Mhm. Ja, zum Thema Kalilla gibt es ein tolles Video davon. Das ist wirklich super schöne Aufnahmen mit von Kalilla. Ja, als ihr da vor Ort und auch noch ein sehr schönes Interview am Ende mit dem Managing Director von den zwei Diageo-Brennereien auf Eila. Mhm. Ja.
Könnt ihr euch mal reintun. Gibt es auch auf YouTube zu sehen oder hier auf whisky.de. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Schaut einfach mal im Shop vorbei. Den Kalilla 25 gibt es doch fast immer. Ansonsten, wenn es ihn nicht gibt, setzt euch eine Erinnerung rein. Dann kriegt ihr eine E-Mail, wenn er wieder verfügbar ist. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.